Die Berliner Justiz hat Haftbefehl gegen den früheren DDR-Staats- und Parteichef Honecker erlassen. Der 78-Jährige steht unter dem Verdacht des gemeinschaftlichen Totschlags wegen des Schiedsbefehls an der Mauer. Die Behörden nehmen Fluchtgefahr an. Honecker lebt seit April in einem sowjetischen Militärhospital bei Berlin. Auf diesem parkähnlichen Gelände, einem sowjetischen Krankenhaus in Belitz bei Berlin, dreht der ehemalige DDR-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker mit Ehefrau Margot seit Monaten seine Spazierrunden, bewacht und völlig abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Nur hier kann er noch in relativer Ruhe seinen Prozess abwarten, den die Berliner Justizbehörden in mühevoller Kleinarbeit vorbereiten. Erst jetzt, so die Staatsanwaltschaft, konnten die verschwundenen Akten sichergestellt werden, die Honecker als Urheber des Schießbefehls an der Mauer schwer belasten. Nach wochenlangem Hickhack über Beweismaterial überrascht die plötzliche Eile dennoch. Aber einen Tag vor der Wahl, am Samstagnachmittag, Verhaftung vom ehemaligen Staatsratsvorsitzenden, ist das nicht ein bisschen ungewöhnlich? Das ist ungewöhnlich. Wir hatten aber auch überhaupt nicht die Absicht, das zunächst einmal bekannt zu geben, sondern wir wollten erst in Abstimmung, wie es der Truppenvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der UdSSR vorsieht, erreichen, dass man mit der UdSSR, das heißt mit dem Oberkommandierenden der sowjetischen Streitkräfte, hier ein Einvernehmen erzielt. Was passiert denn jetzt? Herr Honecker ist im Moment noch frei. In der Tat ist der Honecker noch frei, denn heute haben erste Kontakte stattgefunden in Wünsdorf beim Oberkommando der sowjetischen Streitkräfte. Und da ist zunächst einmal verabredet worden, dass wir erst dann wieder miteinander Kontakt aufnehmen, wenn der Oberkommandierende selbst von einer Dienstreise zurückgekehrt ist. Und das sollte heute erst am sehr späten Abend der Fall sein. Bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am Sonntag sind knapp 60 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen. Sie entscheiden über die Verteilung der 656 Sitze im 12. Bundestag. Darum bewerben sich 24 Parteien und eine Listenvereinigung. Insgesamt sind fast 3.700 Kandidaten aufgestellt worden. Für die kleineren Parteien gilt bei der Wahl die 5%-Hürde. Sie müssen diesen Stimmenanteil entweder in den alten Bundesländern oder auf dem Gebiet der früheren DDR erreichen. Es wird aber getrennt abgerechnet. Die Bewohner Berlins nehmen morgen nicht nur an der Bundestagswahl teil, sondern wählen zum ersten Mal seit über 40 Jahren auch wieder ein gemeinsames Parlament. Wahlberechtigt sind gut 2,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Nach dem Scheitern der rot-grünen Koalition im Senat vor knapp 2 Wochen und angesichts der Existenz einer schwarz-roten Koalition in Ost-Berlin wird der Ausgang der Abstimmung mit besonderer Spannung erwartet. Zu vergeben sind mindestens 200 Sitze im Gesamt-Berliner Abgeordnetenhaus. Um die Mandate bewerben sich insgesamt 9 Parteien sowie die Listenverbindung Bündnis 90, Grüne, Frauenverband. Papst Johannes Paul II. Hat heute das Rücktrittsgesuch von Kardinal Casaroli angenommen. Zum neuen Staatssekretär des Vatikan wurde der 63 Jahre alte italienische Erzbischof Angelo Sodano berufen. Seit 2 Jahren ist Sodano für die diplomatischen Beziehungen des Heiligen Stuhls zu anderen Staaten zuständig. Großbritannien ist seit heute 12.13 Uhr mit dem Kontinent verbunden. Ein britischer und ein französischer Arbeiter durchbrachen beim Tunnelbau das letzte Gestein, 50 Meter unter dem Ärmelkanal, und reichten sich die Hand. Der kleinste der 3 Tunnel, die sogenannte Versorgungsröhre, ist damit gebohrt. Der Durchstich für die beiden Verkehrstunnel wird voraussichtlich im kommenden Sommer sein. Begonnen hatten die Arbeiten vor 3 Jahren. Die ersten Züge unter dem Ärmelkanal sollen ab Juni 1993 fahren. Das Projekt soll knapp 23 Milliarden Mark kosten, doppelt so viel wie ursprünglich berechnet. Zum 29. Mal haben die USA den Davis Cup gewonnen. Vor wenigen Minuten gewannen Rick Leach und Jim Pugh ihr Doppel gegen die Australier Pat Cash und John Fitzgerald in 4 Sätzen. Damit ist alles klar, denn Andre Agassi und Michael Chang hatten gestern ihre beiden Einzel gewonnen. Die Österreicherin Petra Kronberger, die im vergangenen Winter den Gesamtweltcup gewonnen hatte, siegte heute souverän im ersten Weltcuprennen der neuen Saison im italienischen Val Soldana. Bei idealen winterlichen Verhältnissen wurde heute im italienischen Val Soldana das erste Damenweltcuprennen dieser Saison ausgetragen. Die Österreicherin Petra Kronberger siegte in diesem Auftakt-Riesenslalom nach 2 Läufen souverän mit 1,14 Sekunden Vorsprung. Die Siegerin im Gesamtweltcup des vergangenen Winters demonstrierte also gleich zu Beginn ihr Ausnahmetalent. Petra Kronberger gewann übrigens nicht nur 25 Weltcup-Punkte,
sondern auch einen Goldbarren im Wert von 4.000 D-Mark. Rang 2 belegte die Schweizerin Vreni Schneider vor Pernilla Wiberg aus Schweden. Angelika Hurla aus Pfronten sorgte aus der Sicht des Deutschen Skiverbandes für eine Überraschung. Nach einer verkorksten Saison erreichte die 24-Jährige mit Rang 4 die beste Platzierung aller gestarteten DSV-Läuferinnen. Ebenfalls noch in den Weltcup-Rängen Christine Meyer aus Rottach-Egern als 10. und Traudl Hecher aus Schleching als 13. Der neue Cheftrainer Günther Huyara darf mit den gezeigten Leistungen zufrieden sein, denn 9 DSV-Damen platzierten sich unter den ersten 28. Weltcup-Auftakt auch bei den Eisschnellläufern. In Heerenveen in den Niederlanden ließ über 500 Meter Olympiasieger Uwe Jens May aus Berlin der Konkurrenz keine Chance. Über 1500 Meter schaffte der Nürnberger Markus Tröger einen unerwarteten dritten Platz. Beim Weltcuprennen der Viererbobs in Winterberg im Sauerland gab es einen klaren Sieg für den Bob Deutschland 2 mit dem einheimischen Dirk Wiese am Steuer. Deutschland 1, gesteuert von dem Oberhofer Wolfgang Hoppe, kam hinter dem italienischen Bob von Pasquale Gesuito auf Platz 3. Gleich drei deutsche Siege gab es beim Weltcuprennen der Rodler in Oberhof in Thüringen. Bei den Frauen gewann Jana Bode aus Winterberg, bei den Männern der Einheimische Jens Müller. Den Erfolg komplett machten im Doppelsitzer Jörg Hoffmann und Jochen Pietsch, die ebenfalls in Oberhof trainieren. Das Weltcup-Springen auf der Normalschanze in Lake Placid in den USA, das erste der neuen Saison, gewann am Abend der Österreicher Andreas Felder. Platz 2 und 3 gingen an die Finnen Ari-Pekka Nikola und Anssi Nieminen. Im DFB-Pokal hatte der zuletzt erfolgreiche Hamburger Sportverein den Bundesliga-Aufsteiger aus Wattenscheid zu Gast. Doch heute lief es gar nicht gut für den HSV. Die Hamburger in weißen Hemden agierten gegen die SG Wattenscheid von Beginn an sehr umständlich. Wie es geradliniger geht, zeigten die blitzschnell konternden Gäste immer wieder beispielhaft über Suleyman Sani. Vorbei an Bewacher Beiersdorfer mit deplatziertem Schuss, aber Unterstützung von Schröder und dem glücklichen 1:0 bereits in der 7. Minute. Hamburg ohne Gelbsünder Kober und Bankdrücker Nando nun noch verkrampfter. Wattenscheid suchte immer wieder den schnellsten Mann auf dem Rasen. Hier. Der bediente Ciscale und dem war es hier wohl zu einfach. Das Wetter war eh schmuddelig und so hofften ca. 10.000 vielfach vereinsamte Zuschauer im großen Rundvolksparkstadion auf fußballerische Besserung nach der Pause. Und die kam mit Nando für Spörl. Eins, zwei, drei, Nando hat den Ball. Dann Furtok aus der Drehung, der Ausgleich bereits in der 48. Minute. Das gab dem HSV Auftrieb, der sich nie hängen ließ, aber bei dem die große spielerische Ordnung fehlte. Armin Eck, eine von zahlreichen Möglichkeiten, die zum Teil leichtfertig vergeben wurden. Wattenscheid, oft unter Druck, aber nie ungefährlich, mit klugem Konterspiel. Hartmann sorgenfrei vorbei an Eck, Golz im Rückwärtslaufen zu langsam, Sahne vorwärts umso schneller, der Sieg für die Gäste, glücklich, aber nicht unverdient. Hier alle Pokalspiele von heute, Köln-Meppen 1:0, Hamburg-Wattenscheid, wie gesehen, 1:2. Duisburg, Blau-Weiß-Berlin, 3:2 nach Verlängerung. Bei der Begegnung Saarbrücken gegen Frankfurt hieß es auch nach der Verlängerung 0:0. Das Spiel muss nun in Frankfurt wiederholt werden. Die Viertelfinalspiele im DFB-Pokal finden im kommenden Jahr am Osterwochenende am 30. und 31. März statt. Die Auslosung heute ergab folgende Begegnungen. Köln, Stuttgart, Uerdingen, Duisburg, Saarbrücken oder Frankfurt gegen Wattenscheid. Und der Sieger des noch ausstehenden Spiels zwischen den Amateurmannschaften aus Remscheid und Kassel trifft zu Hause auf Werder Bremen. In der Bundesliga spielten heute Bochum-Düsseldorf 0:0. Das Wetter für morgen, Sonntag, den 2. Dezember. In der Südhälfte anfangs bedeckt und zeitweise Schneefall. Im Tagesverlauf Wolkenauflockerungen und nachlassende Niederschläge. Im übrigen Bereich teils aufgelockerte, teils starke Bewölkung und überwiegend niederschlagsfrei. Tiefstwerte im Küstenbereich um +2, sonst zwischen -5 und 0, im Südosten örtlich bis -7 Grad. Höchstwerte in Norddeutschland um +3, sonst -2 bis +2 Grad.
schwacher bis mäßiger Wind aus nordwestlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten: am Montag erneut Niederschlag, in den Niederungen zum Teil als Schnee, wenig Temperaturänderung. Wir melden uns wieder mit letzten Nachrichten gegen 2.10 Uhr und wie immer morgen Mittag um 12.45 Uhr mit dem Wochenspiegel.